Hallo, ich bin Henrik Freischlader, bin Bluesgitarrist und spiele Klotzkabel. Ich bin jetzt, wir haben gerade gerätselt, ich glaube entweder seit 2018 oder 2019, als wir das erste Mal hier auf dem Summit spielen durften, durch Stefan Killermann an den Kontakt geraten. Und da kam die Idee, ob ich überhaupt Kabel-Endorsements bereits habe. Die hatte ich nicht, zum Glück. Und dann habe ich mich sehr gefreut, dass so eine tolle Zusammenarbeit entstanden ist, weil ich die Kabel wirklich toll finde und natürlich auch immer Kabel gebrauchen kann auf Tour, besonders wenn man viel unterwegs ist. Und die sind sehr zuverlässig, klingen wirklich gut. Und für uns als Live-Musiker, wenn wir dann jeden Tag woanders sind, ist es auch schön, wenn die sich gut rollen lassen, lange halten. Also es ist noch kein Kabel bis jetzt kaputt gegangen. Und was für uns auch sehr gut ist, oder für mich persönlich als Gitarrist, weil ich jetzt im Augenblick viel Gitarren wechsle und aber niemanden dabei habe, der mir die Gitarren sozusagen angeben kann. Das heißt, ich mache eigentlich immer fliegende Wechsel zwischen Telecaster, Strat oder Les Paul. Ist natürlich dieser Silent Plug sehr wertvoll, weil man dadurch die unangenehmen Geräusche vom Verstärker in den Wechseln vermeidet. Ich habe natürlich diverse Kabel ausprobiert. Als ich jünger war, natürlich habe ich jedes Kabel genommen, was gerade rumflog, um einfach die Gitarre in den Amp stecken zu können. Aber inzwischen muss ich schon sagen, dass man da dann doch kleine, feine Unterschiede hört und dass so die Stabilität im Verstärkersound durch die Kabel auch wirklich wiedergegeben wird, dass man da keinen Höhenverlust hat, aber auch untenrum die Bässe weiterhin Bestand haben, denke ich schon, dass man das hört. Ich finde es total wichtig, dass man die Leute, mit denen man zusammenarbeitet, auch kennt und dass man weiß, mit wem man da Kontakt hat und dass man sich auch darauf verlassen kann, dass wenn man Kabel braucht, wie zum Beispiel ich jetzt mit meinem Röhren-Top-Teil, also mit meinem Röhrenhall, den ich immer einschleife in meinen Amp, eine bestimmte Länge nur brauche und das auch so recht kurzfristig vor Natur, dass man sich dann auch darauf verlassen kann, dass man die Kabel einen Tag später in der Post hat. Und so war es dann auch und das freut mich dann natürlich ganz besonders. Ja.